Hi und willkommen auf meinem Kanal Kathis Diamond Stories. Für mehr Content könnt ihr gerne Abo, Like oder Kommentar da lassen. Ich würde mich freuen. Und für alle, die wieder mit am Start sind, willkommen zurück. Heute möchte ich mit euch zusammen ein Diamond Art Kit von Diamond Art Club anschauen. Das Kit kommt wieder gut verpackt bei uns an. Es ist auch gleich schon ersichtlich, dass es quadratische Steinchen sind. Man sieht auch, dass hier in den Kits alles inklusive ist. Also da haben wir verschiedene Sachen dabei. Auf der Rückseite steht noch einmal drauf, wie alles funktioniert, ganz klar und deutlich beschrieben. Und hier steht drin, was alles noch enthalten ist. So, ich würde sagen, wir packen mal aus. Ihr seht, die Leinwand ist schön verpackt, nochmal extra. Da kann nichts passieren. Schon mal die Steinchen und die Leinwand raus, damit ihr seht. Es ist ein Toolkit enthalten. Schauen wir mal rein. Einmal Zipptütchen. Ein schöner Stift mit dem Squishy drauf. Für den Stift noch Mehrfachaufsetzer. Ich denke mal ein Vierer und ein Sechser. Nein, ein Siebener. Vier und sieben. Einmal Wachs, zwei Plättchen, ein Schiffchen mit Stopper, einmal ein schönes Washi-Tape, eine Pinzette mit der Signatur von Diamond Art Club. Seht, die ist schön spitz. Die benutze ich auch gern, da kann man wirklich gut mit arbeiten. So, ich räume das Toolkit gerade mal zur Seite. Ach nein, wir haben noch was vergessen. Und zwar diesen schönen Teddybär. Der ist magnetisch, der Coverminder. Den kann man nehmen, um die Folie zurückzuhalten. Der ist doch auch wirklich süß. So, schauen wir uns mal die Leinwand an. Ihr hört schon, sie ist wirklich schön verarbeitet hinten, schön sanft. So, hier sind noch die Steinchen, der Sticker Sheet. Noch einmal ein Dankeschön von Karat Art, wo alles drin steht. Tipps und Tricks.
und der große Sticker-Sheet. Ihr seht, es ist wieder vermerkt. Die Serien, Serialnummer, die Symbole und der DMC-Code. Hier unten steht nochmal, wie die Diamanten sind, die Größe der Leinwand, 51 x 66 cm und die Itemnummer. Und wir haben AB-Steinchen. Bei Diamond Art Club ist es so, dass alles, was unter der 150 ist, AB-Steinchen sind. Das heißt, wir haben hier 4 AB-Farben drin. Oder müssten wir drin haben. So, die Steinchen lege ich mal zur Seite. Die schauen wir uns gleich an. Jetzt schauen wir uns erstmal die Leinwand an. Oben steht wieder der Leitspruch von Karat Art. Do what makes your sparkle. Diamond Art Club. Ihr seht den Druck. Wunderbar klar. Die Folie ist super. Nicht zu fest. Also es ist keine so extrem feste Folie, aber gut zu handhaben. Wir sehen rechts wieder eine Legende, die ist diesmal rechts unten und wir haben links eine Legende und unten haben wir nochmal die Garantie von Diamond Art Club, nochmal die Social Media Kanäle. Und links auf der Seite nochmal das Bild sowie den Itemcode, den Name Forest Spirit 51x66, die Künstlerin Christine Curran von Diamond Art Club. Ihr seht, das ist eine hübsche Elfe. Der Waldgeist sozusagen. Ihr seht hier auf der Leinwand Efeu, Blümchen, sowie hier oben in den Haaren hat sie Eicheln drin oder auch hier, ich glaube Maiglöckchen sind das. Ich glaube hier sieht man es noch mal ein bisschen besser. Hier die Maiglöckchen, die Eicheln. Unten Blaubeeren wahrscheinlich. Der schöne Efeu. Also alles, was die Natur zu bieten hat. Sehr schön umgesetzt, finde ich. Schauen wir noch ganz kurz, wie klebrig die Leinwand ist. Ihr hört es, die Folie ist nicht zu dünn, nicht zu dick, also keine starre Folie. Wirklich gut. Schauen wir mal. Ja, super. Was will man mehr? So, ich würde sagen, wir schauen uns die Steinchen mal an. Wie immer bei den Steinchen zeige ich sie euch in die Kamera und werde nicht sehr viel dazu sagen. Ihr könnt das gern überspringen. Was ich euch noch sagen wollte, ist, wir haben ja 56 Farben. Die sind in Beutelchen, in normalen. Auf dem Säckchen von den Steinchen steht nochmal drauf. Der Forest Spirit. Und die Itemnummer nochmal, genau dasselbe wie auf der Leinwand und auf dem Sticker-Sheet. So. Jetzt zeige ich euch die Steinchen.
Ich räume jetzt noch kurz auf und dann schauen wir uns die AB-Steinchen mal ein bisschen genauer an. So, wie gesagt, wir haben 4 AB-Steinchen. Einmal in Weiß, einen schönen Rotton, einen Roséton und einen kräftigen Blauton. Starten tun wir mit dem Rot. Das ist in der Legende die 1. Schauen wir mal, der ist einmal hier oben mit drin, in den Blättern. Und hier. Und ja, hier nochmal und hier unten. So, es sind ja auch nur ein paar Steinchen. Der Roséton. Das ist die Nummer 2. Den haben wir in den Lippen, hier am Ohr. Wartet, ich zeig's euch. In den Lippen, an der Nase ein bisschen, am Ohr. Oh, seht ihr das? Die Leinwand glitzert auch ein wenig. Unterhalb der Augenbrauen. Die Schminkprofis würden jetzt sagen, als Highlighter. Und auch noch hier oben im Haarschmuck, in der Krone, wie man möchte. Dann haben wir die Nummer 3. Das schöne Blau. Wie die funkeln. Die haben wir hier in ihren Haaren. Sonst in den Haaren. Im Gesicht sehe ich sie jetzt nirgends. In dem Blümchen vielleicht. Ja, ein bisschen. Ja, wie gesagt, dann ein bisschen hier in dem Blauen. Aber das meiste in ihren Haaren. Und dann haben wir noch das schöne Weiß. Als Nummer 4. Ja. Das ist hier an ihren Wimpern. Ein ganz klein bisschen, ne, in den Haaren. Hier an der Krone. Ach, Krone nenne ich es jetzt schon. Aber obwohl, das sieht ja aus wie eine Krone mit dem Haarschmuck. Hier an den Lippen, an der Nase. Und ganz dezent noch hier unten bei ihr am Arm. Also in dem Zwischenraum. Hier bei den Maiglöckchen haben wir auch noch ein wenig die Nummer 4. Also den schönen glitzernden Stein. Und als Highlight in der Pupille. Ja, wie gefällt euch das Bild? An was paintet ihr gerade? Oder habt ihr schon mal bei Diamond Art Club bestellt?
Da muss ich ja wirklich sagen, da war ich ja erst ein bisschen skeptisch, aber hat einwandfrei funktioniert. Schnelle Lieferung, das hat nicht mal, obwohl doch 7 Tage hat es vielleicht gedauert, aber wirklich gut. Das war jetzt die Vorstellung von Forest Spirit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so gerade paintet, was ihr gerade so macht, was eure Hobbys sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen. Macht's gut. Tschüss.